So, willkommen gleich noch zu einer weiteren Folge. Mal gucken, ob ich die heute tatsächlich heute spiele oder wenn es wieder ein großer Spiel ist, ich eventuell erst morgen dazu komme, das Spiel wirklich zu spielen. Ja, also starte ich gleich in die Auswahl des Spiels. Noch ein Hinweis, ihr habt bestimmt hin und wieder gesehen, dass hier Spiele in Anführungszeichen dabei waren, die gar keine Spiele sind, sondern natürlich Software, die halt inzwischen auch bei Steam angeboten wird. Deswegen habe ich die jetzt so nach und nach entfernt, soweit sie mir aufgefallen sind, dass die hier nicht in der Liste auftauchen, weil ich fände es doch ein bisschen komisch, eine Software einfach nur zu installieren und auszuprobieren, wenn ich doch eigentlich spielen möchte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, einfach in die nächste Auswahl starten und mal schauen, was heute in die Force of Elements. Na, bin ich mal gespannt. Werde ich wissen, was das jetzt gerade tatsächlich für ein Spiel ist. Sieht wahrscheinlich eher nach so einem MMO aus, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. So, Force of Elements. Ah, ein Kombinationsspiel. Super. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Das dürfte hoffentlich nicht allzu lange dauern, das zu installieren, weil es sieht relativ klein aus. Naja, 191 MB. Zumindest Festplattenspeicher. Mal gucken, wie viel es runterladen will. Naja, 156 MB. Okay. Das sollte wenige Minuten dauern. Dann kann ich mir ja noch mal ein bisschen angucken. Also genau, also ein Kombinationsspiel, wo ich dann verschiedene Sachen aufladen kann und letztlich so Fight, ja. Im klassischen Fight Game sozusagen das kombiniert ist mit diesem Kombinationsspielen. Also bin ich mal gespannt, wie intuitiv sich das spielt und mal gucken, wie weit ich innerhalb der Stunde komme. So, das Spiel ist schon mal gestartet. Dann wechsle ich gleich schon mal in das Spiel. So, jetzt brauche ich bloß noch mal ein bisschen irgendwie ein Vollbild umzumachen, damit es hoffentlich nicht so verzerrt ist. Was? Es geht gleich los. Oh. Okay, each hero has 5 unique abilities. So, jetzt ist da natürlich auch wieder so eine schöne Klimper-Doodle-Musik im Hintergrund, die ich wahrscheinlich nicht wegbekomme, bevor das Ganze. So, dann schalte ich die jetzt einfach mal kurzerhand aus, sodass ihr jetzt noch nicht viel hören werdet. Also, Offensiv, Defensiv, Control and Ultimate. Das heißt QWER. Damit kann ich die auch noch auslösen. Tier hat 5 Unique Abilities und passiv ist dann dieses Ding da, das wahrscheinlich einfach zum Aufladen dient. Okay. Match Element Gems to Charge Hero Abilities of that Color. Okay, soweit so klar. Kein Problem. Ui, das geht ja schon mal zack, zack los. Yuri's Offense Ability is ready. Tap to activate. Okay, ich kann auch einfach Q drücken. Zack. 91. 125. The battle lasts until one hero loses all of their HP. Ja, also der Kampf geht so lange, bis ich alle meine Lebenspunkte verloren habe. In Moves Mode, players take alternating turn of 5 moves each. You have 4 left. Now finish the battle on your own. Okay, das heißt, ich habe 5 Züge, bevor der andere dran kommt und irgendein Zeug anstellt. So, jetzt wäre es natürlich interessant. Die Frage ist, warum der da leuchtet. Also entweder ist der Tipp, dass es hier eine Combo gibt oder mal gucken, kann ich hier schon irgendwelche Multi-Kombos machen. Ansonsten kann ich hier auch einfach mal kämpfen, mal gucken. Okay, da kriegt er einen neuen Angriff oder einen neuen Punkt ab. Ah, hier kann ich gleich schon mal. Na, prima. Dann kann ich euch den Sound wieder anmachen. Dann könnt ihr zumindest so ein bisschen das Rumgeklicke und so weiter machen. Da kann ich gleich Vollscreen umschalten. Okay. Okay, so, also dann werde ich erstmal hier versuchen. Ah, eine Vierer-Kombo. Ah, durch die Vierer-Kombo, dadurch entstehen die Sachen. Das heißt, da dürfte trotzdem noch irgendeine Stärke drin sein. Machen wir gleich mal eine Fünfer-Kombo. So, und bevor ich es vergesse, natürlich noch meinen Stundentimer starten. Nicht, dass ich vergesse, rechtzeitig wieder mit dem Spielen aufzuhören. Da kann ich. Okay, irgendwo stand doch hier, dass ich 5 Züge habe. Ist natürlich die Frage, wahrscheinlich ist das, sind das hier oben die 5 Züge. Dann ist jetzt die Frage, dann nehme ich lieber erstmal das Grün noch mit.
Und dann das Lila und das Blau, dann kriege ich noch zumindest mehrere Kombos zusammen. Opponent's Turn. Okay, das heißt, der hat jetzt auch 5 Züge. Boah, was hat er denn da zusammenbekommen? Okay, da hat er, den hat er jetzt aber drin gelassen. Wahrscheinlich ist es irgend so ein Multicom, also so ein Teil, was man mit jeder Farbe kombinieren kann. Dann ist nur die Frage, das mit Lila zu kombinieren, dann könnte ich zumindest die Fähigkeit Mystic Blessing clear all negative effects from board and blocks opponents from using their offense ability for one turn. Okay. Dann Mist Guards, reduce board damage taken for one turn by 50%. Das heißt, da kann mir nur deutlich weniger Schaden machen. Hat ja eh bloß noch 60 Lebenspunkte. Und das hier 30 Schaden. Sage Song. He deals 25 water damage and collect all water gems on board. If KI has less air mana than water, all water gems transform to air gems. Okay, wenn ich weniger Luft als Wasser habe, werden die konvertiert. Das wäre das dann. Naja, schauen wir mal. Dafür brauche ich noch ein bisschen Gelb und noch ein bisschen Blau. Okay, Gelb-Kombo gibt es keine. Blau-Kombo gibt es auch aktuell keine. Naja, dann machen wir einfach mal die... Okay, es ist doch nicht. Ah, okay, das ist ein Farbauflöser gewesen. Auch gut. So, dann den dort. Jetzt ist das fast aufgeladen. So, dann kriege ich auf jeden Fall Lesser Effekt. So, damit kann ich wieder eine ganze Farbe vernichten. So, mal schauen. Der hat jetzt eh bloß noch ein paar Lebenspunkte, sodass er jetzt eh zu Boden geht. Short Tutorial complete. Congratulations. Jawohl, ich habe das kurze Continue to go to the expanded tutorial for some more knowledge on hefty shared reward. Na los, dann zeig mal, was ich da bekommen kann. Welcome, Hero. I am the gem merchant and I'm here to help you master your elemental abilities. Shall we begin? Na klar. Mal los. 50 zu 1000. Select this sword gem and sword gem matches damage your opponent. Ja, so weit so klar. Das ist ja relativ leicht. You have 5 moves in your turn. Ja, das ist okay. Also das heißt, wenn ich dann für einen Turn den anderen blockiere, das heißt, er kann tatsächlich während der ganzen Zeit schlecht angreifen. So. Okay, im Moment habe ich hier eh nur Angriff. Swordship passiv, die jetzt 75% additional damage for Swordcamps. Ja, dann kann ich den und dann kann ich gleich noch einen Schwertangriff machen. Einen neuen Angriff. So, dann machen wir den da. Und eine Vierer-Kombo. Opponent's Turn. Each gem type has a different elemental effect. Okay. Blue water gem effects transform gems to a different color. Turns blue gems to red gems. Wow. Ja, auf jeden Fall kann er schon ordentlich Schaden aufteilen. Match this power gem and watch. Okay. Ich kann ihn nicht von oben nach unten ziehen, sondern also nicht von unten nach oben, sondern nur von oben nach unten. Auch gut. Okay. Okay, das war jetzt die waagerechte Linie. Und dann sind, glaube ich, wieder weitere. Aber hier steht nicht drauf. Level complete. Press continue to advance next level. Okay. Wie viele Level hat denn das? Okay, diesmal hat er. Sword Strike. This is your offensive ability. Okay. Collect mana from yellow air gems to fully charge the ability. Ja, gelb aufladen. Use the ability by tapping it, clicking it, or by hitting Q. Well struck. Offensive abilities directly damage your opponent's health. Ja, das war jetzt soweit schon klar. Now complete your moves and see if you can beat this fellow. Ja, das werde ich schon noch hinkriegen. Steht hier eigentlich, wie viel ich davon aufladen muss oder wie viele ich brauche?
Naja, auf jeden Fall kann er sich dann im Zweifelsfall wieder heilen. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich so um die Combo oder die Combo nach unten? Mal gucken, ob hier jetzt eigentlich okay, ein Vernichter kommt dadurch zustande. So, dann lieber hier rüber und damit bekomme ich hier eine 5er-Kombo. Ha, damit kriege ich auf jeden Fall eine Farbe aufgelöst. Das heißt, ich könnte ihm damit jetzt alle Grünen klauen. Und jetzt ist er Green dran. Earth Gem effects restore your health, healing up some of that damage you're bound to take. Das Spannende auf jeden Fall ist, dass eben im gegenüber anderen klassischen Spielen, dass man tatsächlich 5 Züge hat, um ein bisschen zu planen und vielleicht eine größere Combo auszulösen, so dass ich Oh, jetzt what have we hier. here? Matching 4 gems creates a power gem. Ja, und zwar Power von der gems have a gleichen lot of Farbe. elemental energy. Using it in a match will unleash its effects. Okay, nur dass hier jetzt nicht steht, was die für einen Effekt haben. So, jetzt wäre nochmal die Frage. Ich habe jetzt hier 25. Deals 25 Damage. Und Increased Board Damage steht bei 15% for the remainder of the turn. Also wenn ich jetzt 25 Damage mache, plus dann die Combo, die dann nochmal um 15% gesteigert wird. Ja, da bin ich ja gleich mal gespannt, ob er den Schlag dann überlebt. Oh, 3 hat er noch über. Aber kein Problem. Den kriege ich auch gleich klein. Zack. Wieso steht der noch? Ah, okay. Gut, dann weiter. Oh, jetzt kriege ich schon deutlich weniger Gesundheit. Da muss ich mich jetzt selber Congratulations, you've earned your heilen. next ability, Shield Block. This is your defensive ability. You're Okay. going to need mana from Earth Gems to charge this one. Okay, alles soweit klar, aber das heißt, der heilt mich nicht, sondern der blockt dann nur. Na? Aufgehängt? Achso, kann ich wieder Great. die Combo Now machen. use your ability by clicking it, tapping it or using the W hotkey. Alle alle offensiven Angriffe werden geblockt. Now you're Okay. protected for a while. Let's see what happens. Hoffentlich nicht allzu viel. Okay, dazu brauche ich dann trotzdem wieder noch die gelben. So, ich habe noch 3 Züge. Das heißt, kann ich die nach oben kombinieren und die nach unten. So, damit habe ich gelb Red fast Fire Gem aufgeladen. effects deal damage to your opponent's health. Ha, look at that! You blocked its flame breath. Be careful though, your shield block won't last forever. You better hurry up and win. Ja, auf jeden Fall. Aber das heißt, der hat auch nur einen Angriff geblockt, oder wie? Nee, der blockt die ganzen Angriffe. Also auch obwohl er es wieder aufgeladen hat, hat ihm das jetzt letztlich überhaupt nichts genutzt. So, dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall meinen gelben aufladen und gleichzeitig einen Schwertangriff machen. Und auf geht's. So, jetzt kann ich natürlich hier noch die Grün-Kombo. Okay, so weit, so einfach. Gut, dann kann ich jetzt Grün noch auffüllen und kann das auch wieder einsetzen, damit er mich wieder nicht mit Rot angreifen kann. Und noch einen Angriff. Fünfer-Kombo und der nutzt die nicht. Naja. So, Grün ist jetzt auch ziemlich leer. Wenn ich das Geld natürlich vorher aufladen könnte, könnte ich da mehr Angriffe draus machen. Vierer-Kombo kriege ich so auf jeden Fall noch nicht zustande. Und dann noch einen weiteren Angriff zumindest machen. So, wenn er mich jetzt noch nicht platt bekommt, dann sollte ich ihn hoffentlich in der nächsten Runde erledigen können. Bräuchte ich zumindest 2 Schwertkombos. So, Schwertkombo Nummer 1. Und jetzt fehlt mir nur noch eine Schwertkombo, um
die Runde abzuschließen. Es kommt aber nicht, kein Schwert kommen oder so, zwei Züge noch. Ja, leider darf ich nicht angreifen, nachdem ich meinen letzten Zug gemacht habe, weil sonst wäre er jetzt schon weg. Ah, er hat mir Mana geklaut mit der einen Attacke. Aber das war's. Ich brauche aber ziemlich lange, um festzustellen, dass ich schon gewonnen habe. 90 zu 500. Okay, jetzt haben wir noch eine Fähigkeit mehr. Is your control ability. Mighty Cleave. Control abilities directly affect the gem board. This okay. One takes water mana and it's almost charged. Why don't you finish? Ja, so, es ist aufgeladen und Magic Leaf shoots a gem to destroy its entire row. Okay, das heißt, ich kann dann die komplette waagerechte Linie kaputt machen, soweit so gut. Die Frage ist natürlich, wo es am sinnvollsten ist, am besten, wo ich ein paar gelbe aufladen kann. Es wird auf jeden Fall gut angezeigt. Zack. So, Vierer-Kombo. Und jetzt müsste ich die natürlich noch irgendwie kombiniert bekommen. Na gut, das Rote nützt mir natürlich alles nichts, weil ich natürlich die anderen Farben gar nicht einsammeln kann. Aber you've got to watch out for those void critters. They usually drain your mana, but sometimes they'll drain your life. Na, prima. Purple void effects drain mana. Okay, das heißt, wenn ich es nicht schaffe, das Ding in einer Runde aufzuladen, dann nützt es mir eh nichts, weil wenn der in der nächsten Runde das wieder auflädt, dann ist alles wieder futsch. Na komm. Okay, blau ist dann schon mal aufgeladen. Mal gucken, was passiert, wenn ich blau zerstöre. Dann gibt es gleich noch eine nach oben. So, da kann ich auf jeden Fall eine schöne Kombo-Serie machen. Eine 5er. Sehr schön. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche Farbe sich da am besten lohnt aufzulösen. Grün war... Ja, dann löse ich am besten grün auf. Aber vorher noch den Angriff. Achso, dann kann ich grün ja eh nicht mehr einsetzen. Dann ist es besser, einen Schwertangriff zu machen. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich hier die blauen auflösen könnte. Das funktioniert leider aber so nicht. Ah, ich kann alle Schwerter auflösen, das ist natürlich noch besser. Ha, damit war es das schon. Okay. So, jetzt kommt diese letzte Ability, die dann auch die anderen Farben noch einnimmt. Thunderous Blow. It does a tremendous amount of damage. Okay. This ability takes four different types of mana. Why don't you see if you can finish charging it and try it out? Hotkey R. Ja, alles klar. Deal 10 Water Damage and collect all Sword Gems on board. Dealing extra Damage für jeden einzelnes Schwert. Und Heilungskräfte werden halbiert. So, wie viel hast du? At Moves or Time. Okay, das heißt, der kriegt dann noch einen Zug mehr oder irgendwas. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt alle Farben. Rot, lila, ja. So, dann schauen wir mal, dass ich hier ein paar gute Kombos hinbekomme. Am besten ein paar gute Multikombos. Sieht so jetzt noch nicht so gut aus. So, rot ist dort schon mal aufgeladen. Jetzt fehlt noch lila. So, wahrscheinlich blau wird erst der andere aufklären. Achso, das Blau brauche ich ja eh nicht dafür. So, dann noch Rot nützt mir an der Stelle jetzt wenig. Zwei zusätzliche Züge. No more moves, okay. Boah. Schaden muss ich bei ihm anrichten. Jetzt lass mich endlich mal wieder drankommen. That's
That's it. I just can't wait any longer. Go ahead and try your ultimate. Hat der mir das jetzt aufgeladen oder was? Naja, auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Schwerter. Was nochmal 70 Zusatzschaden macht. Das ist ziemlich gut. Ah, und damit ist er auch schon hinüber. Na gut. Now that you know the basics, let's try a battle with timed turns. Don't worry, I'll go easy on you. Okay, das heißt nicht nur normale Züge, sondern die Zeit läuft. Watch out! The rules have changed. Now you only have 10 seconds to do as many moves as possible. Also, weniger überlegen, schnell handeln. Das macht dann gleich schon wieder einen ganz anderen Eindruck. Look at that. Matching 5 gems in an L or T shape creates a bomb. Okay, das habe ich ja schon gehabt. Bombs auto explode, dealing damage to your opponent and collecting mana for you. Ja. Und gleichzeitig noch meine Sachen auslösen. Okay, der kombiniert auf jeden Fall relativ langsam, was wahrscheinlich einfach der KI geschuldet ist, damit die nicht so wie wild hier rumzappelt und letztlich alle möglichen Boni auslöst. So, die Frage ist natürlich, ob eigentlich die Uhr stehen bleibt, während ich irgendwelche Kombinationen mache. Abonnents Turn. 51 Lebenspunkte hat er noch und ich habe auch gerade mal 300 bekommen dieses Mal. So, mal gucken. Hier ist eine Combo. Die ist jetzt weg. Da ist eine blaue Combo. Okay, jetzt bin ich wieder dran. So. Dann kann ich gleich finishen. Ja. Okay, also mit Zeit ist es etwas anstrengender. So, und was bekomme ich jetzt als Belohnung? Okay, 100, wahrscheinlich ist das die Premium-Währung, mal gucken. You receive a shard pack, use shards in the store. Naja, dann zeigt mir doch mal, was dort... Ah, okay, das heißt, die ganzen Figuren muss ich auf jeden Fall extra freischalten mit dem... Und KI ist die erste, mit der ich gerade eben schon gespielt habe. Das heißt dann noch die Skins. Das heißt, das kann man wieder für jede... Ne, das sind auch unterschiedliche... Sieht jeweils zwei Skins pro Hero und Auren. Aura-Name, R. Aura, gain 15% additional R-Mana from Destroyed Airgames. Bei 400, 300... Okay, kosten auf jeden Fall unterschiedliche Sachen. Receive a hint on your turn if you have made any matches in 30 Sekunden. Okay, gut, das sind also irgendwelche Unterstützungselemente, die ich dann aktivieren kann. Und die mir dann im Spiel weiterhelfen. Dann gibt es Quests, win 20 Bällig, Battles 5 Rau. Okay, so verschiedene Aufgaben. Gut, das. Achso, das war das Play. Leaderboards. Okay, da bin ich noch weit, weit weg. 1200 Punkte. Play with friends. Your Facebook friends will play. Ich bin nicht auf Facebook. Also, das ist noch ein Spiel, was noch nicht ausreichend auf Steam adaptiert ist, dann anscheinend. Gut, den habe ich jetzt gerade schon gesehen. Und dann gibt es hier auch noch irgendeinen Chat. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Login for 7 days to unlock exclusive new player awards. Exclusive Cursed Coin Ran Skin. Okay, soweit so klassisch Free-to-Play-Krimskrams. So, Play Moves, 5 Moves and Longer Turns. Play Rank, 10 Sekunden Turns, No Moves Limit. Learn how to play, das habe ich gerade schon gemacht. Trials, test your skills and win rewards. Na, dann probieren wir das doch gleich mal aus. Info. Lore. KI ist a Temple Guardian. Da, 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 da. Abilities.
Okay, das sind die, die ich ja gerade vorhin schon mal gleich in der ersten Runde kennengelernt habe. Also 30 Schaden, dann reduziert die Verletzung durch das Board alle negativen Effekte und 25 Water Damage. Und was ist das hier? Das ist passiv, 20% extra Mana vor Water Matches. So, die müssen erst freigeschaltet werden. Complete Trial to Earn the Bone. Okay, das heißt, dass da... Also ein Radiant Dawn Skin kann ich da gewinnen. Receive a hint on your turn if you have a Dingsbums. Achso, ich kann dann immer nur einen davon auswählen. Auch gut. Okay, dann bleibt's dabei. Gebe ich jetzt noch keine Kohle aus. Soul the Sun's Freights. What is a warrior from the Sound Falcon treibt? Der sagt, blablabla. This should be an easy fight. Okay, das heißt, ich habe dann vier und danach den Boss, der wahrscheinlich einig schwerer wird. Are you prepared to die? Ah, Moment, ich habe einen Sekunden-Dingsbums. Ich dachte, achso, Turn-Matches waren das andere. Ja gut, dann kommt es hier ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit an. Und ich brauche vor allen Dingen die gelben. Ah, jetzt ist der Opponent schon wieder dran. Gut, ich muss schauen, dass ich dann möglichst schnell die gelben Kombos bekomme. Beziehungsweise einfach machen. So, machen wir gleich mal die Schwerter weg. I think a fly touched me. So, zwei Fähigkeiten habe ich ausgelöst. Das war genau die geringere Damage, wobei jetzt eh nicht viele Schwerter da sind. Oh, das wäre ja eine schöne Kombo. Ja, aber wie macht man dann weiter? Okay. So, kann ich gleich das und Ultimate kann ich gleich hinterher setzen. Habe ich schon wieder aufgeladen. I won't give in. So, was war das jetzt für eine Fähigkeit? Achso, alle negativen Effekte vom Board genommen. So. Ja. Tick, tick, tick. Also die Uhr im Hintergrund macht auf jeden Fall schon ein bisschen Zeitdruck. Aber noch ist es ja nicht allzu weit weg. Ui, ich hoffe mal, dass ich auch für jeden Kampf wieder geheilt werde und nicht alle Kämpfe sozusagen mit dem gleichen Lebensbalken zu bestehen habe. Was fackelt denn da? Der hat mich in Brand gesetzt. Mist soothes me. Boah. Hat er mir wieder Diamanten geklaut. Das war knapp. Hat er zumindest noch den... irgendwas anderes ausgeliehen. Nein! Verdammt! Boah. I won't give in. Okay, jetzt wird es langsam knapp mit dem Gewinnen oder überhaupt den Kampf zu gewinnen. Ja, aber klar doch. Okay, jetzt habe ich meine Ultimate noch nicht einsetzen können. Also wenn er mich jetzt nicht gleich platt macht, dann sollte es mir jetzt möglich sein, die... Achso, die Ultimate muss ja noch nicht... Ah, okay. Hero Mastery 75 und Player Level 75 Punkte dazu bekommen. Was auch immer das dann bedeutet. Okay, 10 Premium oder 10 Währung, weil es scheint ja dann doch nur eine Währung zu geben. Phasmos Void Svenegans. Okay, dann gleich mal das nächste. 250 zu 250. Okay, ist auch wieder ein zeitbasierter Turn.
zerstören. So, jetzt habe ich zumindest zwar noch den Dings weggenommen, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich sehr gelohnt hat. So, vor allem die gelben brauche ich, damit ich dann den Angriff starten kann. Und ansonsten fehlt natürlich noch jede... Nein! Oh, da wäre so eine geile Kombo gewesen. Sogar eine 5er-Kombo dann in blau. Nee, ich glaube, ganz 5er-Kombo nicht, aber trotzdem ziemlich viel auf jeden Fall. So, das sind jetzt wieder die negativen Statuseffekte. So, ich brauche jetzt eigentlich noch gelb und blau. Vor allen Dingen für die große Kombo. Das heißt, damit ich das Ultimate einsetzen kann. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch Geld dann im nächsten. Aber dazu muss ich erstmal das erste wieder aufladen. So, jetzt hat er natürlich wieder überall Farben geklaut. Da ist jetzt schon zu spät. Kann ich Geld noch benutzen? Ah, zu spät. Jetzt wollte ich gerade noch die Reduce dort auslösen. Leider hat es nicht mehr geklappt. Ging aber schnell. Na gut, es sind ja nur 10 Sekunden, die einen so ein Turn dann dauert. So, auf jeden Fall jetzt mal noch die ganzen Sachen auslösen. So, 171 zu 137. So, mal schauen, wie schnell ich jetzt dann Geld aufgeladen bekomme, um da nochmal anzugreifen. Muss mir vor allen Dingen beim nächsten Turn, wenn er dran ist, mal nachschauen, was dieser negative Effekt da ist und was der genau anstellt. Oh nein! Jetzt konnte ich den gelben nicht mehr machen und natürlich auch meinen Angriff nicht mehr auslösen. Also was ist das da? Curse bei Pharmus. Aber was genau dieser Curse macht? Damage Opponent für 15 Void Damage. So, als erstes mal den Angriff auslösen. Und dann natürlich schauen, dass ich hier gleich wieder das Ding aufgeladen bekomme. So, Angriff ist wieder aufgeladen. Na komm, den kriegen wir doch noch. Hoffe ich jedenfalls. Mal gucken, ob ich dann tatsächlich von vorne anfangen muss oder ob ich die zumindest nach und nach weiterspielen kann. So. Was war das denn jetzt? Jetzt hat er mir die Farben geklaut, oder was? Das ist ja ein Ding. Boah. Echt der Hammer. Da muss man sich schnell an den Formen orientieren. Oh, ein Fünfer! Ha, mein Fünfer, Drecksack. Das werden wir ja sehen. So, wieder 75 dazu. 10 Punkte, also 10 Belohnungen. Und ein Levelaufstieg. Und KI ist Level up und ich bin auch Level up. So, nächste Runde. Are you prepared to die? No one shall pass. Na, dann legen wir gleich mal los. Hui. Fünfer. Ne, das war eine Bombe. Naja, der erste Schaden hat er auf jeden Fall schon mal einstecken müssen. Auf jeden Fall gefällt es mir, wenn er so lange überlegen muss, dass er nicht so viele Kombos bekommt. So, als erstes mal die Schwert-Kombo. Ah, jetzt war das Gelbe doch schon wieder aufgeladen. Also wäre es irgendwie praktisch, hier noch im Spielfeld einen Hinweis zu bekommen, dass das aufgeladen ist, um das schnell noch auszulösen. Auf jeden Fall kann ich dann den Gelben noch aufladen, den ich für den dort brauche. So, jetzt brauche ich da nur noch Blau. Okay, noch ein bisschen Blau, dann kriege ich meine Ultimate-Waffe wieder aufgeladen. Oh, eine 5er-Kombo.
Nein, nicht machen. Verdammt, jetzt hat er das ganze Blau entfernt. Okay, da ist jetzt eine neue Lila-Kombo. So gefällt mir das natürlich jetzt gar nicht. Aber so kann ich auf jeden Fall die und ich kann alle drei auslösen. Ja. Na, immerhin. 52 hat er nur noch. Hey! Ich habe ein Schild. Ja, das ist das selber, das was ich mit Blau ausgelöst habe. So. Vierer-Kombos. So, das sind jetzt die... Ach genau, das war ja das, was dann die Farben umkonvertiert. Verdammt! Nicht so viel aufs Spielfeld gucken, Fähigkeiten auslösen. Oh. Nein! Das kann ja echt nicht wahr sein. Ich hätte bloß noch einmal auslösen müssen. Oh, ich krieg trotzdem 40 Erfahrungspunkte. Und 2 Geldbelohnungen. Ah, okay, ich kann aber direkt hier weiterspielen. Na, dann schauen wir doch mal, dass ich die erste Belohnung noch abschließen kann. So. Angriff, Angriff! Los! Naja, wenigstens ein bisschen Schwerter konnte ich machen. Lade jetzt einmal daneben. Hätte ich gleich die Doppelkombo gemacht. So. Lila, Rot, Gelb, Schwerter, nochmal Blau. Ach. Ja, dann noch schnell auszulösen ist echt schwierig. Ach, Blau und Schwerter. Los, lass mich Blau und Schwerter machen. So, erstmal den Schutz auslösen, damit es auch wieder aufladen kann, weil sonst nützt mir das ganze Mana überhaupt nichts, wenn ich das alles einsammle und dann alles schon weg ist. Ja, jetzt habe ich wieder die Sachen nicht ausgelöst, aber immerhin kann er zumindest mit Schwertern weniger Schaden machen. Lesser Water-Effekt. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Geld für meine Ultra-Waffe. Ja, jetzt ist alles aufgeladen. So, 73 hat er jetzt noch. Und ich habe den Angriff schon wieder aufgeladen. Das heißt jetzt gleich Angriff. Und schauen, dass ich hier noch ein paar mehr Kombos bekomme. Gelb ist schon wieder fast aufgeladen. Mal gucken, nicht, dass er mich jetzt wieder hinwegpustet. So, ich bin dran. Ja, diesmal hat es geklappt. So, dann kann ich jetzt... Ist jetzt eigentlich schon der Bosskampf. So, wieder 10 Punkte. Level up. Nee, einer fehlt noch. Nice to finally meet you. Are you prepared to die? Bla 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 bla. Ey, wieso fängt denn der an? So eine Sauerei. Da ist eine Fünfer-Kombo. Jetzt hab ich sie kaputt gemacht. Da ist noch eine Fünfer-Kombo. So, Lila. Fünfer-Kombo. Da gibt's ein Schwert. Ach Mano, nix aufgeladen gekriegt. Da sind Schwerter. Vierer-Kombo. Vierer-Kombo. Ha, meine Vierer-Kombo. So. Ach. Ja, jetzt hat mir noch das Auslösen gefehlt. Mist soothes me. Boah. So, los, lila, blau, lila auslösen. Dann Kombo, Kombo, blau Kombo, gelb Kombo, Angriff. Ja,
Ja. Naja, okay, 157 ist noch nicht viel passiert, aber zumindest ist mein Schild auf jeden Fall auch aktiv. Ja, das macht sich da schon bemerkbar. So, lila Kombos. Hey, auslösen. Na, immerhin. Schild ist aktiv und ein bisschen Schaden hat er auch eingesteckt. Da unten Schilde, also Waffen, Angriff, was auch immer. Oh, ich kann meine Fähigkeit nicht einsetzen. Er hat mich blockiert. Sauerei. Jetzt darf der mich einfach wieder angreifen. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Na warte, wenn ich wieder dran bin, du Keks. Das ist auf dem Deckel. I take the pain. Ja, krieg noch mehr Pain, du Keks. Mystic Bless Delirium, Move in Shadows. Okay, da habe ich jetzt noch eine Schwertkombo. Los, gib mir die Schwertkombo. Was macht denn der hier? Der vertauscht irgendwelche Felder. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ey. Das heißt, die ganzen Felder waren irgendwie nicht die, die sie wirklich da waren. Was sind das für ein Käse? Boah, da ist man dran und dann kann man überhaupt nicht spielen, weil er einem die Farben vertauscht. So ein Käse. Fünfer-Kombo. Schwert-Kombo. Verdammt, ich wollte gerade noch die Fähigkeit auslösen. Ah, sieben hat er bloß noch. Na, wenn du mir ein Schwert überlässt, dann kannst du aber was erleben. Ha, mein Schwert. Das war's für dich, du. Was auch immer du bist. Ui. So, jetzt ist sie wieder in Stufe aufgestiegen. Ja, KI ist Level 3 und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Bossfight funktioniert. 250, okay, er hat jetzt auf jeden Fall nichts Spezielleres. Also nicht irgendwie mehr Gesundheitspunkte und sonst was, aber mal gucken, was für Fähigkeiten er mitbringt. Aber erstmal meine Fähigkeiten einsetzen. Da ist eine 5er-Kombo und da kommt eine Bombe drauf. Aber der ist irgendwie eingeklebt, so wie es aussieht. Aber wahrscheinlich kann ich den dann auslösen, indem ich die negativen Statuseffekte entferne. Ne, hat sich nicht entfernen lassen. Das ist natürlich unpraktisch, wenn der dann da kombiniert wird. Okay, was machst du? Infection Spores. Modified 5-Sphere Trail of Effecting 2 Water Gems at the start of his turn. So effect Gems are matched by Murdoch. Heal him for 3 HP. If matched by opponent, they deal 3 Damage. Okay. Okay, ich habe meine Superpower aktiv. Okay, jetzt habe ich den anderen noch nicht auslösen können. 163 zu 128. Was ist das jetzt? Das heißt, ich kann die Dinger damit nicht bewegen. Oh Mann. Was der alles für... Und jetzt hat er sich schon wieder geheilt. Ich habe, soweit ich weiß, keinen Heilungsspell. So, aber die erreichen ihm doch dann Schaden, habe ich das richtig verstanden? Oh, auslösen, alles auslösen, was auszulösen gibt. Okay, 105 zu 55. Wenn er jetzt nicht allzu viel Unfug macht, dann sieht es doch ganz gut aus. Ey, das war meiner. I just want to be alone. The mist swell in my
Ah, ich habe meine Fähigkeit noch aus. Ah, ich habe schon gewonnen. Okay, gut. You got 10. Radiant Dawn Skin. So, okay, die nächsten kann ich aber echt erst spielen, wenn ich die verkaufe. Das heißt, die kann ich nicht freischalten. Completed Trial to Undead Desert. Aber welchen Trial soll ich denn complete? Trial complete. Okay. Trials. My peace won't be disturbed. Na, aber den habe ich jetzt schon fertig. Da kommt nichts Neues. Dann Play Moves. Okay, das sind die, mit der ich schon spiele. Die anderen müssen alle freigeschaltet werden. So, Mist Guardian, Radiant Dawn. Achso, das ist der Skin, den ich gerade freigeschaltet habe. Und das sind die, die man kaufen kann. Mal gucken. Okay, wenn wir den Skin schon haben, dann nehme ich ihn auch. So, ready. So, spiele ich jetzt eigentlich gegen anderen Spielern? Wahrscheinlich, oder? Eins. Auf jeden Fall ist es zeitlos. So, dass ich hier zumindest in Ruhe eigentlich überlegen kann. So, jetzt habe ich noch zwei Züge. Wo ich jetzt mal noch irgendwie ein paar von den netten Sachen auflösen sollte. Wobei ist die Frage, spiele ich jetzt eigentlich nur gegen einen NPC oder spiele ich gegen einen echten? Das für ein Mana Gain Reduce bei 20%. Das ist aber viel weniger Mana. Vor allem, da du ja jetzt hier nur die 5 Züge hast. Da ist das ganz schön betroppelt. So, rot brauche ich nicht. Gelb. Das war jetzt auf jeden Fall eine Combo. Hey, da kann ich eine 5er-Combo machen. Und kann blau auflösen. So, zwei Züge habe ich noch. Das heißt, ich kann damit jetzt, denke ich mal, meinen Angriff aufladen. Das war auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. So, und jetzt ist natürlich noch die Frage, welche Combo mache ich am geschicktesten? So, wenn ich die Combo mache, dann kriege ich hier zumindest noch eine Gelb-Folge-Combo und die Lila-Combo. Wieso habe ich jetzt noch zwei Züge? Habe ich einen dazu bekommen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ah, okay. Wenn man zu lange wartet, dann blinkt da auch irgendwas auf. Wobei ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Wahrscheinlich, damit die Spiele nicht so lange dauern, ist dann doch irgendwo noch eine Art Zeitbegrenzung, dass man nicht zu lange überlegt. So, hier wäre noch der Angriff zu machen. Okay, der hat jetzt ein Schild aktiviert. Und er ist gefesselt. Er kann seinen Offense nicht einsetzen. So. Hier jetzt auf jeden Fall, dass ich meine Offense wieder einsetzen kann. Und noch die Gelb-Ability. So. We laugh at pain. Okay, noch zwei Züge. Und das bedeutet jetzt noch einen Angriff. Okay, der schwächt mich jetzt. Mana Gain Reduced. Boah, Cursed. Ja, schon interessante Combo-Möglichkeiten.
Muss ich dann mal schauen, welche Fähigkeiten dort sozusagen da noch Boni bringen. Jetzt hat er da noch die Combo bekommen, also noch das Teil wieder aufgelöst. Na, jetzt hat er irgendwelche Farbdinger aufgelöst. So, das ist natürlich dann von den Farben her etwas schwerer oder schlechter zu erkennen. Was auch immer das dann im Detail bedeutet. So, da ist auf jeden Fall eine Fünferkombo. So, er hat jetzt noch 12. Mal gucken, wenn er mich jetzt natürlich fertig machen kann, dann kriege ich da ein kleines Problem. So, das ist der Wind. Regen. So, einen Zug hat er noch. Da hätte er jetzt eigentlich noch die Sachen auslösen können. Vor allem die Angriffsfähigkeiten. So, für mich brauche ich jetzt vor allen Dingen Gelb. Mehr Gelb. So. Ja, jetzt brauche ich immer noch die eine Gelb-Kombo. Ist natürlich blöd, wenn die jetzt. Ja, ich das Ding nicht mehr auslösen kann. So, jetzt hat er den Schild auch aktiviert. Zwölf Lebenspunkte noch. Ein Lebenspunkt. Ah, verloren. Verdammt. Okay, 60 Punkte dazu. 5 Belohnung. Find a new match. Change Hero. Okay, spielen wir noch eine Runde. Preparing Match. Zählt dann bis 100. Mystic Blessing. Mystic Guards. Okay, welchen Sinn macht da die Prozentzahlzählung, wenn er erst ganz schnell läuft und dann irgendwas anstellt? Hat er auch sonst was anstellen können? Okay, ich fange an. So, dann müsste ich jetzt natürlich eine Combo machen, damit ich das Gelb-Ding hoffentlich benutzen kann. So, dann kann ich Grün noch benutzen. Und Gelb hoffentlich aufladen, ja. Dann kann ich schon mal den ersten Angriff starten. Achso, stimmt, ich bin ja noch nicht fertig. So, jetzt hat er natürlich Grün als Möglichkeit. Boah, eine Fünfer-Kombo. Die hat er anscheinend nicht gesehen. So, das heißt, ich kann jetzt wieder... Cursed ist Damage Opponent, Void Damage and Cursed Damage. If they are already cursed, Farm is deals 25 Void Damage. And Curse Remains. Okay, das heißt, wenn er es jedes Mal hintereinander einsetzen kann. So. Na komm, dein letzter Zug. Lefty Goldblatt. Okay, das sind auf jeden Fall dann irgendwelche Opponenten, wo tatsächlich andere Spieler ja, gegen mich spielen. Aber das heißt, in diesen Matches dauert es auf jeden Fall ziemlich lange, bis ich in der Lage bin, ja, diese anderen Spiele da freizuschalten. Oder die anderen Player. So, dann ist jetzt die Frage, hier jetzt die Gelb-Kombo zu nutzen. We laugh at pain. So, die Towns sind mit Sicherheit automatisch generiert. Die werden nicht ausgelöst. So, mal gucken, ob er noch da ist oder ob er verloren gegangen ist. Ne, ist noch da. Okay, da Rot-Kombo, Blau-Kombo. Und
So, jetzt ist er aber gerade fertig geworden. So, für mich wäre jetzt Geld natürlich interessant und die Schwert-Kombo. Okay, da kann ich eine Vierer aufladen. So, jetzt habe ich noch zwei Züge, von denen ich zumindest hier eine gute Combo machen konnte. Aber ja, jetzt konnte ich natürlich das Ding nicht mehr ausstarten. Boah, das wird jetzt schon ziemlich haarig, bis ich da noch in der Lage bin zu gewinnen. Wenn ich überhaupt noch mal drankomme. Wahnsinn. Also da ist echt die Frage, was die hier für Schadenswerte haben. Okay, das war's schon. Na toll. Okay, wieder 5 von den Dingern. Immerhin ein Level aufgestiegen. Okay, Main Menu. So, das ist dann Ranked Play. So, Learn to Play habe ich ja jetzt alles schon. Welcome, Hero. Nee, das mache ich nochmal. Select this sword gem. Ja, das kann man jetzt schon alles. Ich wollte auch nicht bloß in your turn. Ja, ist ja gut. Lass mich hier wieder raus. Ja, not a fan of tutorial. So, dann play ranked. Dann wenigstens hier noch einmal einen Versuch. Mal gucken, ob hier jetzt noch irgendwas anderes stattfindet. So, der Opponent fängt an, okay. Scheint nicht sehr aktiv zu sein. Kombo. Vierer Kombo, Dreier Kombo, Schwert Kombo, verdammt! Schwert Kombo nicht geklappt. Los, jetzt lass mich mal eine Runde spielen. Okay, lila, grün, gelb, nochmal gelb. Aber ich kann es noch nicht auslösen. Ja, gelb hätte ich nochmal gebraucht. Und ich sollte mich auch bereit machen, meine Fähigkeiten auszulösen, damit ich da nicht hinklicken muss. So, der hat jetzt irgendein Schild aktiviert. So, jetzt ist noch die Kombination nehmen. Ah, jetzt hätte ich noch die anderen Schilds aktivieren können. Komm, lass mich noch was ausprobieren. Okay, ich bin dran. Ah, jetzt hätte ich den da noch ausführen können. Ah, meine Superpower hätte ich auch noch starten können, meine Güte. Boah. I think a fly touched me. Na, da hatte ich aber mehr getroffen als nur eine Fliege, du Armleuchter. Okay, was war das? Achso, alle negativen Effekte kommen dann weg. Okay, gelb ist fast aufgeladen. Er hat jetzt noch... Okay, jetzt hat er wieder 90 Punkte noch, die ich ihm noch klauen kann. Oder klauen müsste. Und jetzt ist das Ding auf jeden Fall aufgeladen. Grün, gelb.
Okay, für ihn ist Rot wahrscheinlich ganz praktisch, wenn er das dann aufladen kann. Okay, da ist noch Rot. Jetzt ist Rot nicht mehr da, aber zumindest einen Angriff kann ich da schon mal machen. Die Schwerter hätte ich noch auslösen können, so eine Scheiße. So, negative Effekte habe ich jetzt keinen auf mir. So. Aber gerne doch, beim nächsten Mal bist du dran. Oh, einen Lebenspunkt hat er noch, das ist doch ein Scherz. Das heißt, ich hätte bloß noch meine Dings auslösen müssen, dann wäre das schon gelaufen gewesen. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall noch einen gewonnen. Hero Mastery und Rating plus 80. Okay, 15 Punkte. Okay. So, Main Menu. Okay, das ist alles. Also von der Bedienung her ist... Ah, okay, hier sind ja noch die ganzen Win 20 Battles. 5 Battles in a row. Okay, das sind noch die ganzen... Da kriege ich auf jeden Fall mehr Belohnung noch dazu. Ansonsten hier ist eben... Achso, 12,80 ist tatsächlich schon. Das heißt, ich hatte welche, um die verlieren zu können. Das heißt, die Frage ist, wann ich denn jetzt eigentlich aufsteige. 12,80. 12,81. Das ist aber ziemlich wenig. Da müsste doch mal noch irgendwas stehen. 2554 Punkte. Das sind ziemlich wenig Level, die da, oder ziemlich wenig Punkte, die da relevant sind. Aber wahrscheinlich wird es auch immer schwieriger werden, dann irgendwelche Punkte dazu bekommen. Aber 12,80 ist das unterste aktuell. So. Spielephilosoph. Da kann ich den Namen ändern. Aber was sind die anderen Sachen hier alle? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Errungenschaften. Achso, ich kann hier... Bilder auswählen. Auch gut. Gut, hiermit kann ich auf jeden Fall die anderen auswählen. Der Soul und der Phasmus, das war glaube ich der andere, gegen den ich zuerst verloren habe. Das heißt, das sind dann diese entsprechenden Fähigkeiten. Aber so viel kann ich da glaube ich gar nicht beeinflussen. Außer dann noch mit den Fähigkeiten... Trailed und die Sets. Achso, ja, das ist eben nur, wenn ich den Trail, aber den Trail muss ich selber erstmal freischalten. Mal gucken. Ja, ich habe nicht genug Charts, genau. Die Frage ist natürlich, wo ist denn eigentlich dann der Shop in der Hinsicht, wo man die Dinger nachkaufen kann? Wahrscheinlich kann man die nur direkt in Steam dann einkaufen. Weil das ja, wie gesagt, eher noch für Facebook irgendwie eingestellt ist. Ja gut, also ich sehe gerade, dass der Timer jetzt gerade abläuft und ich muss sagen, so lange motiviert mich jetzt das Spiel gar nicht. So für den ersten Test war es ganz okay, aber wahrscheinlich werde ich das Spiel jetzt nicht großartig weiterspielen. Also soweit für heute und ja, bis zum nächsten Spiel. Tschüss!